in so einer Situation ist es immer nicht so schlecht, wenn man eben Spieler dazu bekommt, die gewisse Situationen schon erlebt haben. Für mich persönlich, klar, es ist eine lebende Legende, um das mal vielleicht so zu sagen, aber es macht Spaß, mit ihm zu trainieren, ist immer gut drauf und ich glaube, das tut uns gut. Wir sind sehr schlecht gestartet, das wissen wir alle. Ich glaube, dass jeder sehr, sehr gut mit der Situation umgeht. Wir lassen das von außen nicht so sehr an uns ran. Man merkt trotzdem, dass es uns in gewisser Weise schon im Kopf rumgeht, was eben passiert. Es ist nicht einfach, die Situation, aber wir arbeiten jeden Tag mit Trainerteam, mit Verantwortlichen eben im Team, dass es besser wird und klar, dass wir am Freitag Punkte holen werden. Die spielen frech auf. Ich glaube, dass das ein oder andere Spiel hätten nicht verlieren müssen. Klar sind wir gewarnt, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir eben auch in den letzten 4 Jahren eben bewiesen, dass wir bestehen können in der Liga. Und wir freuen uns darauf, eben wieder spielen zu können und hoffentlich 3 Punkte zu holen.